Was gehört jetzt alles zu einem gemütlichen Duldbesuch dazu? Richtig, eine gute Bratwurstsemmel. Und zum Trinken? Richtig, ein Maß Bier. Der Thomas bestellt auf der Duld für seine Familie 4 Bratwurstsemmeln und 2 Maß Bier und bezahlt 27 Euro. Einen Tag später ist er nochmal auf der Duld und bestellt für seine Freunde 5 Semmeln und 5 Maß Bier und bezahlt dieses Mal 55 Euro. Die Frage ist, wie viel kostet eine Bratwurstsemmel und wie viel Euro kostet eine Maß Bier? Ja, für die Semmel schreiben wir X und für das Bier schreiben wir Y. Gut, der Thomas geht mit seiner Familie zum Essen auf die Duld und kauft 4 Semmeln und 2 Bier. Also Semmel ist X, Bier ist Y und bezahlt 27 Euro. Das ist die erste Gleichung. Bei der zweiten Gleichung, der Thomas geht noch einmal auf die Duld mit seinen Freunden und bestellt 5 Semmeln und 5 Bier und bezahlt 55 Euro. Jetzt haben wir 2 Gleichungen. Das Ganze ist ein lineares Gleichungssystem und das kann man auf 4 verschiedene Wege lösen. Der erste Weg, den ich euch zeige, ist das grafische Lösungsverfahren. Für das grafische Lösungsverfahren muss ich beide Gleichungen so auflösen, dass links steht y ist gleich, damit ich beide Geraden zeichnen kann. Bei der ersten Gleichung ziehe ich auf beiden Seiten 4x ab, dann bleibt links stehen 2y ist gleich 27 minus 4x. Bei der zweiten Gleichung ziehe ich 5x ab, dann bleibt stehen 5y ist gleich 55 minus 5x. Jetzt teile ich die erste Gleichung durch 2. Dann 2y geteilt durch 2 ist y. 27 durch 2 ist 13,5 und 4 geteilt durch 2 ist 2. Die zweite Gleichung teilen wir durch 5. 5y durch 5 ist y, 55 durch 5 ist 11 und 5 durch 5 ist ein x. Jetzt habe ich 2 geraden Gleichungen und kann das in ein Koordinatensystem zeichnen. So, das ist die erste Gerade. Das ist die zweite Gerade. Jetzt haben wir einen Schnittpunkt. Der Schnittpunkt ist bei 2,5 und 8,5. Nun, das x stand für die Semmel und das y stand für das Bier. Das heißt, das Bier kostet 8,50 Euro und die Semmel kostet 2,50 Euro. Das zweite Lösungsverfahren ist das Gleichsetzungsverfahren. Beim Gleichsetzungsverfahren gehen wir erstmal so vor wie beim grafischen Lösungsverfahren. Ich löse auf, dass links immer das y stehen bleibt. Das Gleichsetzungsverfahren wendet man immer an, wenn auf der linken Seite zum Beispiel zweimal das gleiche steht, in diesem Fall das y. Gleichsetzen heißt, ich setze die erste Gleichung gleich mit der zweiten Gleichung. Dann lösen wir diese Gleichung auf. Plus 2x, dann steht hier 13,5 ist gleich 11 plus 1x, dann machen wir minus 11 und dann haben wir 2,5 ist gleich x. Jetzt brauchen wir noch das y, das setzen wir dann in die zweite Gleichung ein. Die zweite Gleichung lautet y ist gleich 11 minus 1x, das setzen wir ein. Y ist dann 11 minus 1 mal 2,5, das x ist 2,5, hier steht's. Und y ist dann 8,5. Die Lösungsmenge ist 2,5 und 8,5.
Die dritte Möglichkeit ist das Einsetzungsverfahren. Beim Einsetzungsverfahren lasse ich eine Gleichung unverändert und die zweite Gleichung löse ich nach x oder y auf. Ich löse die zweite Gleichung auf nach y. Minus 5x, dann steht da 5y ist gleich 55, minus 5x und dann teilen wir durch 5. Dann steht da y ist gleich 11 minus 1x. Jetzt kann ich das Einsetzungsverfahren verwenden. Ich setze dieses 11 minus 1x für y ein. Also die erste Gleichung lautet jetzt 4x plus 2 mal y ist gleich 27. So schaut sie unverändert aus. Aber für das y darf ich jetzt 11 minus 1x einsetzen, weil das ist ja y. Okay, also mache ich das y weg und setze für das y ein 11 minus 1x. 4x plus 2 mal 11 ist 22 und 2 mal minus 1 ist minus 2x ist 27. Auf der linken Seite 4x minus 2x ist 2x. Dann auf beiden Seiten 22 abziehen, dann bleibt links stehen 2x ist gleich rechts steht 5. Dann teilen wir durch 2 und da kommt raus x ist gleich 2,5. Das setze ich in die zweite Gleichung ein. Die lautet y ist gleich 11 minus 1x. Dann setzen wir ein. Das x habe ich ja eben ausgerechnet. Das ist 2,50 Euro. Und dann kommt auch hier raus 8,5. Die Lösungsmenge ist 2,5 und 8,5. Das vierte Verfahren ist das Additionsverfahren und da muss man jetzt durch geschicktes Mal nehmen oder teilen beide Gleichungen so weit umformen, dass wenn ich die beiden Zeilen addiere, das x oder y wegfällt. Ich rechne jetzt die erste Zeile mal geteilt durch 4. 4x geteilt durch 4 ist x, 2y geteilt durch 4 ist 0,5y. Und 27 geteilt durch 4 ist 6,75. So, mein Ziel ist, dass das x beim Zusammenzählen der beiden Zeilen sich wegkürzt. Jetzt muss ich die zweite Gleichung durch 5 teilen, idealerweise gleich durch minus 5. Dann bleibt mir hier stehen minus x. Und jetzt sehe ich schon, wenn ich die beiden Zeilen addiere, da habe ich einmal plus x und einmal habe ich minus x, dann hebt sich das x weg. Das ist der Sinn vom Additionsverfahren. Dann geht es weiter, minus 1y oder minus y und da haben wir minus 11. Nun addiere ich beide Zeilen. Die erste Zeile plus die zweite Zeile. X und minus x, das ist 0. Dann geteilt durch minus 0,5. Dann haben wir hier y ist gleich 8,50. Dann wollen wir noch das x haben. Das kann ich jetzt in die erste Zeile direkt einsetzen. In der ersten Zeile steht x plus 0,5 mal y ist gleich 6,75. Das y ersetzen wir. Wir haben ja eben ausgerechnet, dass das y 8,50 ist. Das x wollen wir haben, dann ziehen wir auf beiden Seiten 4,25 ab und dann bleibt hier übrig 2,50. Ist das gut! Ich hätte nicht gedacht, dass Mathe so gut schmeckt. Hat euch das Video gefallen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und weitere Videos schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.